Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ich sollte mich mal schlafen legen. So, was wir brauchen... benutzen... Kann ich verrottetes Fleisch da reinlegen? Das ist doch dann immer noch schlecht. Wissen das doch. Kevin? Folge mir. Da freust du dich, Junge. Da freust du dich. Musst du eigentlich irgendwie was essen oder so? Ich hab dich schon mal so bei Büschen hocken sehen und all so ein Krimskrams, aber... Naja. Muss ich dir von mir aus was geben? So. Energy Drink hinterher. Gluck, gluck, gluck. Oh, ich sehe ein bisschen blutig aus. Früher ist es immer, wasche das Blut ab, um eine Infektion zu verhindern. Sollte ich mal... So. Ich war mal kurz im Wasser. Ja, aber... Da klebt immer noch Blut an meiner Axt. Ich sag so, wie es ist. Oh oh. Kevin? Hol. Stämme. Fallen lassen. Okay. Ich muss mich da mal um ein paar Typen kümmern. Hi. Gehst um die Sache mit euren Freunden? Die haben mich angegriffen. Meine schöne Rüstung. Oh, oh, der Arm ist ab. Wer guckt mich so? Die haben mich herausgefordert. Die haben mich herausgefordert, nicht ich sie, okay? Können wir das mal festhalten? Und dann wissen, dass die immer wieder kommen. Und da liegt ja jetzt so ein rottiger Arm rum. Der hat doch einen Knochen als Waffe. Bekomme ich den jetzt wenigstens? Nein. Ich bekomme nicht seine Knochenwaffe. So. Ah, da knuspern sie langsam weg. Sieht schon genial aus. Ich muss es sagen. Es sieht schon genial aus. Plopp. Aha. So, wie war das noch? Kombi. So. Tragen. Hop. Hop. So, Kombi. Tragen. Und Kombi. Tragen. Sehr schön. Da kommt einiges an Knochen zusammen. Meine Güte. Früher und bevor es war das nicht so viel. Kombi. Und kombinieren. Tragen. Kombi. Sehr schön. Früher war das wirklich nicht so einfach wie jetzt. Da kam weitaus weniger bei rum. Ja. Halt. War noch Knochen. Überall liegen die Knochen rum. Kelvin? Achso, du bist da. Komm mit, Junge. Wir müssen Baumstämme für die Hütte hierher bringen. So. So, bitteschön.
glaube, aus einem kriegt man immer zwei Bretter, oder? Wir schauen mal. Weil der schlägt ihn ja in der Mitte in zwei. Und dann sind das ja zwei Hälften, also zwei Bretter. Deswegen müssen wir mal schauen, wie viele von diesen Baumstämmen wir wirklich noch gebrauchen. Oder verbrauchen, besser gesagt. So. Ja. Ich hab's verstanden. Du bist ein bisschen erschöpft. Kein Grund für so ein Drama. Okay. Drama, Green. Wir brauchen hier kein Drama. So. Ja, du darfst mal durchpusten. Du darfst mal durchpusten. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich jetzt Knochenrüstung trage. So. Wie viele Stämme liegen denn hier noch rum? Meine Güte. Meine Güte, liegen hier noch viele Stämme rum. Ja, er ist ein bisschen erschöpft. So. Muss ich mal da hinten noch gucken, ob da noch welche rumliegen. Ja, natürlich. Natürlich liegen hier noch welche rum. Ach, furchtbar. Naja. Haben wir ein paar auf Pump. So ein Schlitten wäre es aber wirklich. Wo ich die einfach alle drauflege und Kelvin sage, Kelvin, schlepp die Baumstämme rüber, Junge. Der eine kann ja hier liegen bleiben. Ja, der kann ja liegen bleiben. Den einen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und am Ende kommt es auf ihn an. Ich weiß es. So. Wir wollen jetzt erstmal die Hütte fertig haben. So. Ja. Nummer zwei. Sehr schön. Hast geschafft, Kelvin. Kelvin, warum holst du keine Stämme ran? Sobald ich in seiner Nähe bin, bewegt er sich nicht mehr. Furchtbarer Junge. Hier. Nehmen Sie. Für dich. So. Er wird sie eh nicht aufsammeln, weil ich jetzt an ihn vorbeigehen werde und in dem Moment vergisst er seinen Auftrag. Ja, nimm noch den Stamm hier. Genau. So, gib her. Gib her. Danke. So, 5 natürlich. Aber dann ist die Hütte endlich fertig. Oh boy. So. Fehlt ja echt nur noch Dach, ein Stück Dach und die Tür. So, sehr schön. Ein Brettchen noch. Wir nehmen gleich zwei mit. So. Sehr schön. Dann machen wir es mal hier ablegen. Jetzt, Kelvin, haben wir doch tatsächlich einen Schlafplatz. So, jetzt muss ich mal gucken. Mit X auf das andere. Und dann kann ich hier Möbel. Wird aus Stöcken.
das dahin machen. Tatsächlich. Das klappt. So, ja, ich wüsste nicht warum. Ich wüsste Stammlager. Das können wir draußen mal irgendwo hin machen. Also, das mit der Vorgabe ist noch so eine Sache. Das ist noch so eine Sache, du. Jo, baue es erstmal hier hin. Kevin, hol Stöcke. Mach Pause, bleib hier. Baue, hol Stöcke und mir geben. Okay? You understand? Ja, schlauer. Bist ein ganz schlauer. Das verschwindet einfach nur. Okay. Knochenlager. Steinlager, Stocklager. Gib sie mir. Warum gibst du sie mir nicht? Warum gehst du an mir vorbei, Kevin? War ich dir nie hier ein guter Freund? Ach, was soll's. Wird seine Gründe haben. Ich weiß ja, wo es noch sehr viele Stöcke gibt. Da, wo ich die ganzen Bäume gefällt habe. Ah, hab ich gesagt, hier liegen ja überall noch Stöcke rum. Sehr schön. So, sehr schön. Kevin, du wirst jetzt nicht hier vorne ablegen. Folge mir hier rüber und gib sie mir hier drüben. So. Sehr schön. Gib mir die Stöcker. Du bist ein schlauer Kelvin. Du bist ein schlauer Kelvin. Steinlager. Ich habe das nicht dahin gesetzt, du. Ich habe eigentlich nicht bestätigen gedrückt. Steinlager. Und bitteschön. So. Gut, gut. Was bräuchten wir von dem Anfang noch? Es wäre ja schön, so ein Trying Rack zu haben. Knochenlager. Ja gut, können wir auch noch hinbauen. Können wir auch erstmal noch hinbauen. Und bitteschön. Aber eigentlich wäre mir so ein Trying Rack jetzt erstmal lieber. Trockenstellen. Genau, sowas. So. Will ich das davor wirklich so haben? So, wir machen es mal. Oh, danke. Und gut. Such weiter Stecker. Wir müssen noch viele Lager bauen. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, mein Fleisch aufzuhängen, damit es mir nicht mein Inventar die ganze Zeit wegschimmelt. Der hat ja alle Stöcke mitgenommen. Das ist einer der Kelvin, das sag ich dir. Ja. Guck mal hier drüben, ob wir hier noch irgendwelche Stöcker finden. Ja, wieso hier drüben? Quatsch, nein. Ich weiß doch, wo sie liegen. Ich weiß doch, wo sie liegen. Und dann bauen wir noch ein zweites Feuerchen direkt vor die Hütte. Oh, okay, dann folgt mir.
Wir wissen, was das bedeutet. Er will mir seine Stöcke andrehen. Aber nichts da. Ich gehe ganz schlau außen rum. An ihm vorbei. Um tackle den. Oh, das war Gewitter. Wollte schon sagen. Meine Güte. Was hat denn da gerade so gedonnert? So, den Baumstamm tun wir zu den anderen. Es sind jetzt nicht so die Erkundungsfolgen. Die letzte und diese hier. Ich weiß, aber das ist ja alles für die Zukunft schon gedacht. Kevin, jetzt kannst du mir deine Stöcker geben. Jetzt kannst du sie mir geben. Lass sie fallen. Danke. So. Gut. Dann könnten wir noch ein paar Stöcke, so ein paar Knochen schon mal reinlegen. Nein. Okay, wir müssen erstmal das alte Fleisch loswerden. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Ich glaube, die hier sind auch schon verrottet, oder? Kann ich noch essen? Okay, esse ich mal. Weil die möchte ich eigentlich nicht im Inventar haben. Essen. Und essen. Mittlerweile kann mir ja Kelvin hier Stöcker schnullen. Was ist hier? Essen, Schildkröten-Eis. Tut mir leid. So. Gut, dann machen wir dann noch hier Feuerchen davor hin. Dann hätten wir erstmal eine gewisse Grundsubstanz geschaffen. Kelvin, bringen wir die Stöckerchen. Vielen Dank. Da liegt noch dieser abgetrennte Kopf rum. Okay. Weil. Ausrüsten. Ja, kannst du entzünden. Und Steinchen ausrüsten. Nein. Gut. Jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, hier was zu trocknen, hier was Feuerchen. Drin haben wir einen Schlafplatz. Grundversorgung gesichert. Na gut, eine Sache fehlt noch. Muss ich mal gucken. Wandregal? Nee, nee. Gibt es das hier? Kleintierfalle, Fischhäuser. Was ist denn das hier eigentlich mit dem Anbau? So, das kann ich einfach nur daneben stellen. Gut, lass mal gut sein vorerst. Lass mal gut sein. Gut, das hast du schön gemacht. Ich brauche jetzt keine weiteren Stöcker mehr. Folge mir. Ja? Gut. Wir müssen jagen gehen, um was fürs Drying Rack zu haben. Erwischt. Aber du bist, glaube ich, zu klein, ne? Das Schildkrötenfleisch könnte gehen. Wir müssen mal gucken. Tut mir leid, Schildkröte. Zack. Früher da. Ja, das heißt früher. Im Forest Gate, da konnte man aus deinem Panzer ein Regenauffangbehältnis zusammenballern.
Alles schimmliges Fleisch hier, ekelhaft. So, benutzen, 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 benutzen. So, sehr gut. Nee, halt, ich will alles schon aufgebraucht. So Schildkröte kam ja nicht so viel raus. Folgst du mir? Oder läufst du gerne gegen das Feuer? So. Hier gab es ja auch diese Höhle. Wollen wir da mal kurz reinschnickeln? Mal kurz reingucken. Schädel genommen. Lass uns mal reingucken, Calvin. Oh, was ist denn hier los? Ich habe doch eine Taschenlampe dabei, ne? Ausrüsten. Okay. Ist das Vertaucher-Equipment? Sehr schön. Das ist die Lampe. Nee, lass mir an. Was haben wir hier? Was? Okay, das ist wie früher. Okay. Lass das wieder weglegen. Hier liegen überall Leichen rum. Das ist eine Fledermaus. Alter Knochen. Geht weg. Ist eine Lampe. Kevin, bist du eigentlich... Kevin ist draußen geblieben, glaube ich. Schön, dass ich das bemerke, nachdem ich mindestens 50 Meter in diese Höhle reingegangen bin, dass Kevin draußen geblieben ist. Okay. Süß. Nicht so süß. Elvis. Oh. Wow. Ich dachte, du bist so ein kleiner Wilder, aber du bist so eine... Du bist irgendwas anderes. Was Höhlenartiges. Okay. Der ist hin. Andere Person hier auch. Kann ich dich häuten? Oh, bitte nicht. Wow. Wow. Shit, noch eins. Alter, das ist so Mutantenvieh. Beweg dich nicht immer so. Zurück mit dir. Ekelhaftes Vieh. Es hat irgendwas ausgespuckt. Kann ich dich auch häuten? Jo, den kann ich auch häuten. Die Viecher sind blind, glaube ich. Die reagieren auf Geräusche.
Frag mich bloß, wie die mich bei den ganzen Gesplätscher hier von dem Rest unterscheiden konnten. Okay. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Oh oh. Wo willst du hin? Was ist das? So, er ist hin. Ich nehme ihre Haut an mich. Oh boy. Oh boy. Gibt es ja auch den Inselpsychotherapeuten? Okay, hier gibt es ganz schön viele Knochen. Zu viele Knochen. Aha. Frag mich, wie lange meine Taschenlampe hält. Läuft einer rum, oder? Ich mich jetzt gerade nicht schnell bewegen. Wenn ich mich schnell bewege, hören sie mich. Da liegen Beine. Und da ist ein Hai im Wasser. Da ist ein freaking fucking Hai im Wasser. Ich kann ihn sehen, da. Ihr erwartet nicht von mir, dass ich da reinspringe. Sollte jetzt auch diese Viecher verknuspern. Weiß aber nicht, wie ich da wieder hochkomme, wenn ich eher mal unten bin. Oh boy. Ist das eine Taucherausrüstung, die ich da drüben sehe? Ich wüsste aber nicht, wie ich wieder hier hochkomme. Oh boy. Richtig schlechte Idee, hier runter zu gehen. Richtig schlechte Idee. Wo bist du? Hier irgendwo im Wasser. Gib's zu. Ich habe dich schon gesehen, also. Ist nicht so, dass es was Neues ist. Danke. Taschenlampe war jetzt abgelegt, weil... Weil du Lust hast, mich gerne im Dunkeln zurückzulassen? Warte mal, ich könnte doch mal ein bisschen hier Kombi. Der Hai schützt mich ja. Meine Wehr würde zum Hai ins Wasser rutschen. Keiner ist so doof und geht zu dem Hai ins Wasser. Außer ich, wenn ich hier irgendwo abrutsche. Geil, Stunner. Oh. Die muss ich aus dem Wasser holen. Nein, muss ich nicht. Da ist er. Da ist er, der Ekelhafte. Ich werde nicht zu dir ins Wasser gehen. Bin doch nicht bescheuert. Ich werde dir eine Granate rein, die hast du zu fressen und dann bist du tot. Du Ekelhafter. So machen wir Profis das. Ich bin wieder oben, ha? Tower Equipment. Das bedeutet, ich könnte die Überreste von meinem anderen Buddy holen. Ich hoffe, ihr respawnt die nicht so schnell.
Warte mal ganz kurz. Ausrüsten. Weil da vorne liegen ja noch so viel Knochen rum. Deswegen. Dann mache ich doch lieber jetzt ein bisschen Knochenrüstung. Und sammle dann noch ein paar Knochen ein. Ah, toll. Jetzt gehen sie mir natürlich aus. War ja klar. Kick den Kieschiedel vor dir her. Oh, meine Taschenlampe sagt mir, sie ist bald alle. Fragen. So, war eh die letzte Möglichkeit jetzt hier. So. Sehr schön. Ja, gehen wir mal lang. So. Ich würde mal meine Taschenlampe kombinieren. Kombi mit Batterien, um ausrüsten. Wieder eine gute Taschenlampe zu haben. Ich habe die Erwartung, dass hier vorne irgendwas ist. Und ich habe keinen Bock, in totaler Dunkelheit gegen irgendwelche Viecher zu kämpfen. Ich müsste eigentlich die Folge beenden. Ekelhaft. Der kotzt hier alles voll. Ich weiß echt nicht, was das mit dem Kotzen soll. Mit diesem Glibber, den du da aus dir raus eierst. Aber lass das einfach. Das sieht voll widerlich aus. Hallo. Hier ist irgendwie Musik. Hört ihr das? Hey, würdest du aufhören, über deine Kombi-Attacken zu machen? Die ist hin. Joey, die ist hin. Hier ist Musik, hier ist eindeutig Musik, ich hör's. Okay, ich weiß echt nicht. Sorry, aber wir drehen jetzt um. Wir gehen zum Lager zurück. Sorry dafür. Ich wollte gerade sagen, es waren zwei. Es waren Weibchen und Männlein. Gehen zum Lager zurück. Wir machen irgendwann noch eine Höhlentour. Ja, aber ich möchte die Folge beenden. Ich möchte echt nicht immer überziehen. Ich hoffe, die kommen nicht alle wieder. So. Ja, du hast es doch fast geschafft. Ich möchte endlich in meinem Bettchen schlafen. Meinem Freund Calvin.
Oh boy, ich habe ja ein richtiges Stückchen Weg hinter mich gelegt. So. Also, hopsasa. Ich hoffe, die Mutanten kommen nicht wieder. Vorerst war es so, die kamen nicht wieder in den Höhlen. Da kamen so vereinzelte von den Kleinen, ja, aber die Großen blieben weg. Und ich finde, die mit den Zehen, das sind die Großen. Ja. Ist ja was zu holen, nee. So. Geh mal raus. Draußen ist dunkel, ich weiß. Also müsste zumindest dunkel sein. Aber da vorne ist meine schöne Hütte. Hell erleuchtet. Damit jeder Kannibale weiß, wo ich wohne. Ich weiß echt nicht, warum ich die Taschenlampe noch anhabe. Weg damit. Wo ist Kelvin eigentlich? Da ist er. Wow, danke, dass du draußen gewartet hast. Du schläfst draußen, kannst du wissen. Gut. Ich danke. Bist du dumm? Ich muss dich jetzt fragen, bist du dumm? Leg dich dahin, schlafen, Junge. So, an dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.